Konzentrieren Sie sich einfach auf den sich drehenden Kreis. Oder sollte ich sagen, auf die Reise? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Versuch, nicht zu lachen. Ihr habt mir einige Videos eingeschickt und das meiste davon ist YouTube-Kacke. Und da dachte ich mir, komm, jetzt fange ich langsam mal an. Es haben sich ja doch sehr, sehr viele gewünscht, dass ich das mal mache. Und ja, übrigens, vergesst nicht, jetzt ist gerade Livestream. Heute ab 18 Uhr ist wieder Livestream. Natürlich gibt es hier auch wieder ein Giveaway, also schön am Schlüssel bleiben. Und natürlich versuchen, nicht zu lachen, so wie ich es auch machen werde. Los geht's. Der 51-jährige Doc Brock lässt seine Tage ruhiger angehen. Es ist 10 Uhr. Wie viel trinkst du am Tag? Hein? Ich habe früher 1,5 Flaschen Scheißen getrunken. 1,5 Flaschen. Schlimm. Du kackst, wenn du süß. Und Otto. 92 Euro Zinsen. Otto. Jetzt. Weißt du, dann komme ich ein bisschen vom Bier trinken ab. Dann nehme ich nur dran und spüle wieder. Findet das irgendjemand lustig? Jetzt mal ohne Witz. Dieses Hin- und Hergespule. Ist das auf irgendeine Art und Weise amüsant? Bin. Seit 16 Jahren arbeite ich bei Snare und Snare. Wahnsinn, das kann man sich gar nicht angucken. Das ist einfach nur Scheiße. Was ist wahr und was ist was? Sind wir in der Lage, den Unterschied festzustellen? Betrachten Sie diese Illusion. Es ist kein Buchladen zu erkennen. Richten Sie... Es kam unerwartet. Nun bitte Ihren Blick auf die Spirale. Schauen Sie in die Mitte. Konzentrieren Sie sich einfach auf den sich drehenden Kreis. Oder sollte ich sagen, auf die Reise? Und nun, in der Tat, das Koffein trägt dazu. Werden Sie uns Alpessing kaufen? Oder wollen Sie lieber sterben? Krass, ich hab noch gar nicht gelacht. Oh, ich will. Heutzutage ist es fast unmöglich, irgendwo hinzugehen, ohne auf Leute mit Hufeisen zu treffen. Die Abhängigkeit ist inzwischen so groß, dass man sein Hufeisen auch dorthin mitnimmt, wo es nicht hingehört, wie ins Kino oder zu Marcel Davis. Davis. Aber wie wichtig ist es, wenn man in einen Notfall gerät? Wie zum Fick kommt die Leiter dahin? Und wie viel ist 54 mal 45? Bestimmen wir unser Schicksal selbst? Oder sind wir Opfer vorübergehender Launen der Glücksgötter? Penis. Was? Die Kurküste im Nordosten Analiens. Ein Ort voller Wichser. Hier liegen tropische Wichsparadiese. Doch in ihren Fluten lauern tückische Badelandschaften. Die größte Bedrohung sind nicht die gewaltigen Fleischwürste, sondern kleine Tiere von seltsamer Schönheit. Sie zählen zu den kreaturigsten Kreaturen der Erde. Von den Wichsenden werden sie als Forscher wahrgenommen. Doch die Forscher wissen, dass Sauerstoff in der Zukunft zur Rettung von Menschenleben eingesetzt werden könnte. Für sie sind die Gifttiere der Kurküste keine Feind, sondern Gift. Diese Gewässer wirken parisisch. In ihrem Osten erstreckt das Great Austen Reef. Diese Gewässer wirken parisisch. Bin ich jetzt noch gar nicht lustig. Im Westen ein Küstenstreifen, der nicht zufällig West Coast genannt wird. Nur einige wassergesäumte Flüsse durchbrechen seine Strände. Dies ist die Heimat so berüchtigter Wichser wie dem australischen Leistenkockriesen. Neben diesem eher auffälligen 7-Meter-Schwanz gleiten hier aber auch weniger bekannte Räuber. Wie hat Ihr Lügendetektor heute funktioniert? Konnten Sie unterscheiden, was Fakt oder Fick war? Haben Sie gemerkt, wie nah Wahr und Lüge nebeneinander liegen und wie leicht man in Bereiche vorstößt, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen und dadurch unfassbar sind? Ich bin Jonathan Frakes. Und ich bin Marcel Davis. Klappe Marcel. Mann! Das war schon wirklich nicht schlecht, Herr Specht. Es gibt auch gute YouTube. Kacke-Videos, muss man wirklich sagen. Habt ihr gelacht? Wahrscheinlich nicht, so wie ich euch kenne, ne? Nee. Jetzt kommen wieder 30.000 Kommentare. Nee, ich hab nicht gelacht, ich lache über sowas gar nicht. Ja gut, ich habe ja auch nicht gelacht, ne? Leute, denkt dran, Giveaway jetzt hier im Video und jetzt ist Livestream. Nicht vergessen, ab 18 Uhr heute.
bis ungefähr 21 Uhr. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Wenn ihr jetzt ein random CSGO-Skin gewinnen wollt, dann schreibt einfach noch zu eurem Kommentar, ihr könnt den ja bearbeiten, folgendes hinzu, und zwar, ob ihr gut Englisch könnt oder nicht so gut. Also ob es für euch gar nicht so übel wäre, wenn ich auch Videos mit englischem Inhalt bringen würde, oder ob ihr lieber only Deutsch wollt. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hin und her, links und rechts, ihr wisst Bescheid, wie das funktioniert. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und Abspann.